Wer hat das gezaubert? Hier. Ey, ihr seid ja wohl irre. Wie seid ihr denn? Mega, mega geil. Das ist aber ein großer Kuchen hier, oder? Ja. Guck doch mal. Euch allen ist mal stellvertretend. Einfach so ein geiles Zusammen. Sag mal, ein Haufen. Ja, ist einfach ein Haufen. Also bin ich. Und we are family. Ja, aber das ist das Schönste, dass man das so zusammen macht einfach. Wir machen das ja auch nicht so runter wie auf ein Publikum, sondern das ist auch immer nur so schön, weil ihr jetzt ihr stellvertretend, wie gesagt, dass ihr da seid und das einfach mit uns so werden. Ich gucke im Publikum, ich sehe so viele Leute, die eine Band haben, eine Band hatten, irgendwas in der Scheune gemacht haben. Die Scheune war immer da, hat geile Jugendarbeit gemacht, macht geile Jugendarbeit. Der Spirit ist noch derselbe. Ich fand das früher so geil, dass hier Jugendliche hinkommen und sagen, wir konsumieren nicht nur, wir wollen nicht was, einfach irgendwo hingehen, was kriegen, sondern wir erschaffen was. Und Mama hat ziemlich denselben Spirit. Das war geil früher immer. Hier haben so viele Bands gespielt. Irgendwann mitten in der Nacht um 2 haben wir öfters mal zu Hause angerufen. Mama, die Band hat keinen Tentplatz. Kannst du was machen? Und Mama hat alles an Matratzen und so uns was zusammengekratzt. Und Mama war immer am Start. Mama, du bist die Beste. Was weiß ich, wo die noch geprobt haben in der Friedenstraße. Dann kamen die zum Essen und ja, die gehörten eigentlich zum Inventar bei mir in der Wohnung und zur Familie. Und ja, ich liebe alle 5, wenn die kommen, war immer schön. Ich glaube, mir war relativ übel. Ich war sehr aufgeregt. Und ich stand auch auf der Bühne nur rum, habe auch viel auf den Boden geguckt, mal an links und rechts, wo Freunde stehen. Das war's. Und ich hatte so einen Helm aus blonden Haaren, der ist nicht mehr da. Das ist der Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang. Das ist der Weltuntergang. Aber, was ist der Wahnsinn? Guck mal, ey. Ja. Guck mal hier. Ich will öfter 30 werden. Wir haben ja jedes Jahr Geburtstag. Guck mal, hier ist ja feiern, oder nicht? Jo. Und pass auf, morgen, Cherie, saufen, dass man essen kann. Da ist es wieder, das beste Produkt, was jemals rausgekommen ist. Jo. Alle Omas der Welt, unite! Man kommt zum Geburtstag natürlich nicht ohne Geschenk. Ihr habt in letzter Zeit so oft Danke gesagt, aber letztendlich bin ich es eigentlich, der Danke sagen muss. Es waren unglaublich geile Jahre, die ich mit euch zusammen irgendwie verbracht habe. Ja, wirklich! Ja! Ja! Dr. Felix ist der, auf den wir immer schwören, bevor wir auf die Bühne gehen. Knusper! Ein Abbild ist Knusper Felix. Man soll sich gar nicht kein Bild von Gott machen, aber so in der Art würde er wohl aussehen. Und das haben wir geschenkt bekommen von unserem lieben Freund Alex Hansen, der die erste Page für uns damals gemacht hat im Internet. Oh, meine Arme fallen ab. Als das Internet gerade erfunden war. Hansen! So emotional, dass wir heute 30 Jahre alt werden, dass wir vor 30 Jahren das erste Mal hier gespielt haben. Diese Zeit ist so fucking schnell rumgegangen. Und gleichwohl haben wir so viele kleine und große brennende Knoblauchzehen mitgenommen auf dem Weg. Ein letztes Mal durchdrehen. Dafür eingesetzt, dass man solche Safe Spaces wie das hier, dass man Orte hat, wo man hingehen kann, dass man Orte hat, wo man zusammenstehen kann, wo man zusammen Sachen auf die Beine stellt, wo man sich Leuten in den Weg stellt, die gegen eine Zukunft mit Zukunft arbeiten, die rückwärts gewandt sind.
das war richtig schön. Da hat so ein Enkelkind zu seiner Oma gesagt, Oma, ich glaube, du hast die Welt erfunden. Und das fand ich so schön. Und es ist einfach so, dass Guido und Jan Dirk und Ingo diese Welt erfunden haben. Und, da, und Alex und ich sind dann später zugekommen. Wenn es das echt nicht gegeben hätte, wenn ihr damals dieses Projekt nicht mitgemacht hättet, dann wären wir nicht dabei gewesen, dann wäre gar nichts passiert. Und das ist so krass. Also bitte vielen, vielen Dank. Das war der Mini-Birthday-Slam hier in der Scheune. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss! Ey, wie wär's, wenn wir einen Timer stellen und vielleicht gucken, dass wir alle unser Leben so einrichten, dass wenn wir in 30 Jahren auf den Timer gucken, wir dann alle irgendwie denken, ach, Tag, wir hatten ja einen Termin, den haben wir vor 30 Jahren ausgemacht. Und dann haben wir in der Scheune, weißt du noch, wo es ein Freibier gab und die ganzen Sachen ausgefallen sind. Und dann alle gedacht haben so, mein Gott, kriegen die noch die Kurve. Und dann haben sie aber irgendwie das doch noch hingekriegt, weil sogar die Lichter aufgestellt waren. Und da haben sich am Ende ganz schlechte Tätowierungen Backstage gemacht und am nächsten Tag wurde alles gut. Ich glaube, da gehen wir mal hin. Das soll nie zu Ende. Das war die Mini-Birthday-Slam. Die haben ja alle unglaublichen Spaß gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Was machen wir bloß mit all dem Kuchen? Seit 1994 für immer.